Am Dienstag erstes Training unter dem Portugiesen Vitor Pereira im verschneiten Münchner Süden. Zahlreiche Fans kamen heute an die Grünwalder Straße und nahmen die Mannschaft samt Trainer herzlich ins neue Jahr auf. Dann folgte ein Training in englischer Sprache, das es in sich hatte. Zuerst scheuchte Fitnesstrainer Almeida seine Schützlinge über den Platz. Anschließend mischte auch Pereira selber lautstark auf dem Platz mit. Ohne Ribamar, Olic und Mölders nahmen die Spieler die Einheiten gut an. Stefan Aigner hat den Trainer so kennengelernt. Er hat sich natürlich vorgestellt, wie seine Philosophie ist. Was er von uns verlangt, natürlich sind wir jetzt erst einen Tag zusammen, kann man wenig beurteilen. Aber man sieht natürlich schon, dass er gewisse Erfahrungen mitbringt. Und ich glaube, jeder Spieler kann lernen. Ja, war sehr intensiv, war eine kurze, knackige Einheit, das hat er gefordert, der Trainer. Ich glaube, haben wir umgesetzt, haben wir die Zuschauer von außen gesehen und war intensiv und jetzt geht es 16 Tage ins Trainingslager. Und das findet in Portugal in der Sonne statt. Allerdings kaum zum Ausspannen, sondern eher zur Vorbereitung auf eine kampfbetonte Rückrunde.